Hey, schon Leute, willkommen zur Welt mit Resident Evil. Bevor ich hier. Ich trau dir sowieso nicht, Kumpel. Also, ich bin ja jetzt schon bereit, dir eine Kugel verpassen zu müssen. Will ich aber nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen, also, ich hoffe, du bleibst da liegen und benimmst dich anständig. So, dass ich das am Ende nicht machen muss. Fakt jedoch ist, ich weiß, wo es noch was zu holen gibt. Laut, hol zumindest. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch machen. Jetzt ist die Frage, jetzt pimmel ich hier mit dem Serum rum. Serum rum. Okay, gut. Er hat den Schlüssel verwendet. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Och ja. Und das ist immer schön, wenn das Spiel mir Bescheid sagt. Ja, weißt du was, den brauchst du nicht mehr. Ich habe ja nur noch einen Giftgasraum und, ne. Munition? Tisch aus Glas. Das, was da auf diesem Tisch aus Glas steht, Jill. Ich kann es von hier aus blitzen sehen. Jill, you fucking dimwit. Nimm endlich diese Munition auf. Ich kann es... Dankeschön. Meine Güte. Benimmst dich hier wie Dobby. Meine Dame. Warte mal. Serum. Ja, Mensch. Wunderschöne Nahaufnahme. He dead, though. Oh, unten durch. Oh, geil. Dem hau ich das Ding volle Kanne in den Schädel. Forrest hat ins Gras gebissen. Ja, das ist schön. Darf ich das... Und das Ding ist sogar geladen. Oh, da ist sogar was zum Ballern drin. Und Kraut ist ja auch... Hi. Ach, du bist das. Hallo? Ach so. Brauchen Sie jetzt nicht? He fucking dead. Brauchen Sie jetzt nicht? Alter. Brauchen sie nicht. Ich schwöre dir, Spiel. Wenn ich hier nachher zurück will, um mir die Kräuter zu holen, ne? Und der Typ steht wieder auf. I will fuck you up. Ja, der will seine Waffe wieder. Klar, das ist ein Granatwerfer. Den würde ich auch am liebsten wieder haben wollen, selbst wenn ich tot bin. Aber... Sollte der den Scheiß nochmal abziehen, habe ich auch keine Skrupel, das Ding an ihm auszuprobieren. So, nämlich, was mir jetzt, Serum, Gegengift, Gas. Denke ich da zu weit oder denke ich da zu blöd? Jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor einer großen Schlange. Also, jetzt nur mal, ich suche gerade nur Bestätigung. Gerade, weil das ist meine Theorie. Brauche ich das Serum, um jetzt in dem anderen Raum... I totally knew it. I fucking knew it. Ich wollte ihn ja anzünden. Aber nee, ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht. Ich soll ja lieber... You fucking really? Ich wollte ihn ja anzünden. Ach, hier... Ach so, du darfst brennen. Ja, okay, viel Spaß dabei. Bye, bye. Dich, Dipshit, ne? Wollte ich ja ursprünglich direkt verbrennen. Fein. Ich glaube, wir sollen... Warte mal, was? Ja, 7 Schüsse und Messer. Der Typ war radikal. Also, ihr meint, das war nicht so. Dass das Serum...
Gerade genug für eine Dosis. Ja, es ist halt das Problem. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich könnte da jetzt reingehen und dann dadurch krepieren. Wobei, ich bin noch gesund. Serum war echt nur für Richard? Eigentlich müsste ich dafür jetzt mal den Hohen Rat konsultieren. Den höchsten aller Rats. Den absoluten Heirat. Aber ich habe keinen Bock, Keso zu rufen. Die wird das bestimmt wissen. Weil das ist irgendwo für mich zu offensichtlich, als dass es das nicht ist, you know? Ich meine, es ist... Was? Der Kessenknobob? Keine Ahnung, was das ist. Fakt ist, wir haben einen Granatwerfer und ich weiß auch genau, wo ich ihn verwenden werde. Ich gehe gleich hier oder... Wait, das ist... Was? Das war nicht mal Richard! Das war Fake Richard! Aber wo kam der denn her? Wo kam der Bilbo denn her? Okay, ich bin mega skeptisch. Der Typ ist da rausgelaufen und, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich das gleich sehr schnell bereuen werde? Und zwar super schnell. Oh, hi. Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol. Danke, tschüss. Viel Spaß, ey. Pissbirne. Was mich ja viel mehr verstört, ist das hier... Hat er nicht gesagt Schlange? Snake? Da ist nichts. Im Fenster ist es nicht zu sehen. Ein Kerzen hat da ohne Flamme. Ja, da kann ich doch Abhilfe schaffen. Du schon wieder. I want ya. Und nur um sicher zu gehen. Weil ich habe noch einen Kanister über. Das ist also das geringste Problem. Hat das Ding... Nö. Ich bin zu viel Resident Evil 4 gewohnt. Ja. I could need this. Ist das alles dafür? Für die Knarrenmunition? Und dann kam Jackass McFuckbutt mir hinterher und hat gesagt so, yo, I want that shit. Da ist was. Aha. Ich schieb von der falschen Seite, wa? Ja, ich schieb von der falschen Seite. Mein Gott, bin ich ein Held. Du, hi, Kumpel! Fuck, Bud. Man hat dich hier echt... Alter, Kumpel, du tust mir leid. Du siehst nur aus wie der Typ aus Resident Evil 4, der erste Gegner. Oder generell jeder aus diesem Spiel. Im Dorf. Ah, schau mal einer, guck. Ja, das ist jetzt natürlich, that's a problem. Ja gut, Hohl wird mich dafür wieder erschlagen, dass ich das tue. Aber ich habe keinen Bock, nochmal herzulatschen. Das Notenblatt. Du bist echt ein anhänglicher Fucky, ne? Ich meine, am liebsten würde ich dich wieder da in deinen Raum einschließen, aber du bist mir die Munition gerade nicht wert. So, goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been a one. You have been a fucking cunt. Aber ich mich jetzt gerade immer noch frage, wo der Kerl seine... Und da kann ich nicht... Tür ist verschlossen. Schildsymbol. Achso, Schildsymbol. Was? Achso, das flimmert da nur. Well, that's
That's that. Das ist soweit das hier. Wehe, Richard. Ich sag's dir, Richard. Ich warn dich, Richard. I will fuck you up. Okay. Was meinst du? Ich kann da doch nicht mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Gut, wir haben aber die Notenblätter. Jetzt stehe ich nur vor einem Problem. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Ich glaube, das war da unten. Oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Pianoraum war. Ich habe letzte Woche das letzte Mal gespielt und da waren wir drin. Ich glaube, das ist die Bar da, wo der Crimson Head ist. Ja, ich glaube, das ist genau da im Westflügel. Da, wo der Crimson Head rumpimmelt. Grrr, da muss ich an dem vorbei, da gibt's kein Zurück. There is no turning back. Gut. Also, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, gehen wir erstmal zur Haupthalle. Beziehungsweise, ich müsste mal gucken, dass ich vielleicht mal zu einer Kiste komme gerade. Weil Crimson Head mit Pistole könnte witzig werden. Darf ich alle Lichtjahre mal schießen? Would be fun. Ich könnte natürlich jetzt von da oben ausgehen. Das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so doof. Wieso ist da eine verschlossene Tür, wenn ich da schon war? Das fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Ja, ich gehe von oben. Das ist definitely smarter. And not that retarded. So, gehen wir oben lang. Sollte hinhauen. Der will das Jill Sandwich, Dude. Wenn ich die Chance hätte, ich würde mit Jill auch ein Sandwich machen, wenn du verstehst, was ich meine. Und damit meine ich, ich würde ein Brot nehmen, Käse, Belag ihrer Wahl und nicht das, was ihr schon wieder denkt. So, wir sitzen jetzt also vor einer Option. Wir haben Notenblätter. Erstmal muss ich sowieso zu einem... Ach ja, du. Dich habe ich ja ganz vergessen. Ich wollte eigentlich nur antäuschen. Komischerweise bist du... Du bist echt einer, ne? Ich meine, du machst auch keinen Schaden, wirklich. Ich bin immer noch topfit, so yeah. Bite me. Bite me, fuckface. Schnotz mir nicht so ins Ohr, das ist unhöflich. So. Folgende Situation. Den packen wir mal weg. Wir haben ein Windwappen, wir haben immer noch eine der Masken. Fehlende Musik, das können wir bestimmt kombinieren. Das ist, manchmal muss es auch mal einfach sein. Ach, ihr habt doch noch ein grünes Kraut. Und zwei Erste-Hilfe-Spray. Und ich bin gerade topfit, so yeah. Ich pack das erstmal weg. Mein nächstes Ziel ist ja jetzt am Crimson Head vorbei. Das heißt, ich nehme mein Gewehr wahrscheinlich, oder? Ich könnte ihn einfach auch zu Smithereens blasten. Ich meine, ich habe mittlerweile, was weiß ich, wie viele Granaten geschossen. Das Ding haben wir auch immer noch rumlurken. Den kann ich erstmal wegpacken, weil wir sowieso keinen Transit, keinen Treibstoff haben. Also kann ich mir den Platz gerade sparen. Ich... Gewehr... Ich schätze mal, Gewehr ist weniger... kombinieren. Ja, es gab doch auch noch... Ach stimmt, die konnte ich nur nicht mitnehmen. Stimmt. Die konnte ich nur nicht mitnehmen. Jetzt könnte ich die natürlich holen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr von Relevanz. Könnte ich da oben einfach durch? Ich versuch's mal. Beziehungsweise, ich bin ja ein Schisser like that, ne? Und wir haben gerade noch 9 Farbbänder. Also, komm. Farbband verwenden. Uns fehlt zudem auch noch, soweit ich mich jetzt noch erinnere, ein gelber Edelstein für diesen Tiger.
wo ich auch nicht weiß, wo das genau hin soll. Speichern beendet. Nice. Bei Crimson Heads werde ich immer ein bisschen Skepsis. Da werde ich immer ein bisschen Skepsologie. Pack weg. Und die brauche ich. Weil da ist dieser Piano-Raum. Ach, das ist nur der Weg nach unten. Ja, von oben komme ich da echt nicht anders hin. Gut, also werden wir uns wahrscheinlich mit einem Crimson Head wieder anlegen müssen. Aber gut, dann ist der Weg wenigstens auch frei und der Typ hört wenigstens auf, rumzumotzen. Meint, das geht mir sowieso auf den Keks mit seinem Rumgenerv. Also, seien wir mal ehrlich. Ja, warte mal, kann ich nicht... Dadurch den Gang, geht das nicht? Oder ist das jetzt eine ganz beschissene Idee? Das ist jetzt die Frage. Ist das eine ganz beschissene oder nur eine leicht beschissene Idee? Offenbar eine leicht beschissene Idee. Oh, hi. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Vielleicht kann ich es mir ja sparen, mich mit dem anzulegen, wenn ich mich jetzt hier ganz locker flockig vorbeisneake. Nope. Der dritte war nicht nötig. Am I right? Am I right? You dead. Okay. Man hat mir auch gesagt, Crimson Heads kommen nicht wieder. So, ich habe jetzt einfach einen Schuss quasi vergeudet. Ja gut. Er kam mir jetzt nicht so rüber, als ob er tot bleibt, so. Ich bin auf Nummer sicher gegangen. So. Verwenden. Wir müssen ja nur Beethovens spielen, ne? Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie eine große Schwierigkeit, oder? Hey, Alex! Ja, Mensch, Jill. Respekt dafür. Wieso bin ich aus irgendeinem Grund super froh, dass ich meine Shotgun dabei habe? So, just in case. Oh. Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Mannwesen traf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann in Laborkittel brachte mir ein klägliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich ihn nicht zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging Licht auf und jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es gefährlich, meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. November, okay. Unachtsam sein. Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile. Es erleichtert mir gute Dinge. Ein Geburtstagsgeschenk von Jessica macht mir viel schwer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde, nur 3 Tage, bevor ich aus der Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wusste, ich wäre bei dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meinem Ohnmacht sagten die Männer im Laborkittel etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus diesem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf man nie vergessen. Ja, schau mal einer, guck. Da weiß ich schon mal, wo ich das herbrauche. Jetzt ergibt das Ding wenigstens Sinn. Jetzt muss ich nur einmal Backtracking betreiben und, ja. Ja, wir müssen nochmal zurück. Ich brauche das Symbol, weil... Goldsymbol. Ah! Oh no! Ja gut, dann muss das Ding da erstmal wieder rein. Ja, okay. Tigerauge, das heißt, wir sollen das Ding? Okay, gut, das Ding für Tigerauge, okay. I understand. Wenn Ben Spons das meint, dann wird das schon stimmen, ne?
Aber gut, dass wir uns um den Crimson Head gekümmert haben. Das ist jetzt ein Problem, um das wir uns hier nicht sorgen müssen. Demnach kann ich jetzt... Ach shit, da sind ja Bonnen. Ich darf auch durch, ne? Ich weiß, ihr wollt hier unbedingt durch und mit mir kuscheln. Aber for fuck's sake, ich habe Kopfschmerzen heute. Meine lieben Freunde. Ich habe Kopfschmerzen. Also, wäre echt lieb, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Dankeschön. Ich möchte nämlich nicht auf euch schießen. Gibt's Leute, die aus diesem Spiel hier einen Pazifisten machen? Ich glaube nicht. Gut, genau. Der Typ ist immer noch da oben und hat seinen Spaß, ne? Und ich glaube, irgendwo da oben war doch auch der Tigerraum. Wenn mich jetzt nicht ganz irre. So. Von daher müssen wir jetzt einmal komplett hin und her latschen. Wir brauchen nämlich das Symbol. Die kann ich, glaube ich, wieder wegpacken. Ich glaube, da sind wir safe. Munition für die Pistole, bin ich gut gewappnet. Windwappen habe ich noch. Ich lasse das erstmal. Solange ich keinen Treibstoff finde, hole ich jetzt auch keinen neuen. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist der Keller immer noch. Ja, der Keller ist immer noch nichts... zu nichts wirklich nutze gerade. Jetzt müssen wir erstmal das mit dem Tiger erledigen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir wecken jetzt den Tiger und uns. Wir zeigen ihm, dass wir es können. Also von daher, ne? So, wieder durch den Raum mit den beiden Schnuckis. Mit Hector und Hubert. Ich weiß, ihr wollt immer noch kuscheln, aber ich sag euch, ich hab immer noch Kopfschmerzen! Ah, fucking hell! Das will ich nicht. Dankeschön und tschüss. Bye, bye. So, jetzt holen wir uns das Symbol. Ihr kommt da bitte nicht durch, ja? Ich weiß, ihr wollt hier, ne? Ich weiß, ihr wollt. Aber ihr dürft nicht. Das Schlimme ist, wenn ich da wieder einen von den Viechern überfahre, dann habe ich das richtige Problem am Hals. Dann habe ich nämlich richtige Sorgen. Da haben wir es doch. Auch wenn mir noch nicht ganz klar ist, wie das mit dem Tiger funktionieren soll, mit dem Wappending, aber... soll mir recht sein. Fake-Wappen! Kann man von hier aus... Ach, das ist das Gewächshaus, right? Ja, da ist, glaube ich, das Gewächshaus, wo wir schon mal waren. War hier noch... Warte mal. Wait a second. Na gut, hier war dann doch nichts. Na gut, hätte ja sein können. So, und das sollen wir jetzt in den Tiger drücken. Well. Wie sieht so mein Leben aus? Und mein Kleben? Ich bin Warnung. Ja, das sind nur zwei normale Bilbos, also, ja. Jetzt gerade muss ich hier auch nur andauernd durchrennen, weil es ist leider so. Fass mich nicht an. Und du? Och ja, komm. Touch mich nicht. Setz dich hin und halt die Fresse. Warnung. Shit, that's dark. That's dark red. That's red dark. Red dark redemption. Das ist Red Dark ein Hemdchen. Ich werde aber speichern. Und dann die Folge beenden. Oder ich beende jetzt die Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Bye.